Hallo Leute, heute zeigen wir euch unsere Schleichtiere. Viel Spaß! Wir fangen an bei den Nagetieren. Ach ja, und zwei Igel sind noch dabei. Die sind ja Säugetiere. Die haben wir jetzt mal dazugelegt. Die Hasen und Meerschweinchen haben wir aus einem Set. Da ist auch ein Gehege dabei. Also hier haben wir ein Eichhörnchen, das eine Nuss in der Hand hält. Hier haben wir einen Igel und der heißt Isidor. Und hier haben wir noch einen kleinen Igel. Hier sind drei Hasen, die sind verbunden, zwei sind oben und einer ist unten. Hier haben wir einen hellbraunen Hasen. Und hier der gleiche in Grau. Hier haben wir einen Hasen, der steht auf zwei Beinen. Den haben wir schon länger, keine Ahnung woher. Hier haben wir ein kleines Meerschweinchen und es heißt Goldie. Hier haben wir ein größeres Meerschweinchen und das haben wir auch schon lang. Hier haben wir ein graues Kaninchen, ist ganz süß. Hier haben wir einen kleinen Hasen, der heißt Kokos und der hintere ist der gleiche. Hat aber keinen Namen. Hier haben wir einen kleinen weißen Hasen, aber der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hier haben wir noch einen kleinen Hasen mit dem Namen Banane. Nebendran ein kleines Eichhörnchen. Und hier haben wir noch ein kleines Meerschweinchen, so ähnlich wie Goldie, nur eine andere Farbe. Jetzt kommen die Katzen. Hier haben wir einmal die schwarze Katze Blackie. Und nebendran haben wir so eine weiß gefleckte Katze und die heißt Mimi. Kommen wir zu den Hunden. Hier haben wir eine kleine Bulldogge und die heißt Rocky. Hier haben wir nochmal einen kleinen Hund und hier haben wir sie heißt Luna. Die haben wir doppelt und der andere Hund heißt Bella. Hier haben wir noch einen kleinen Welpen und sie heißt Lucy. Und sie ist komplett weiß. Hier haben wir einen kleinen Terrier und der heißt Buddy. Hier haben wir einen goldenen Retriever und der heißt Rex. Und es ist auch unser größter Hund. Der letzte hier ist ein Mops und den haben wir Baloo genannt. Hier haben wir die Esel. Hier haben wir einen kleinen Jungtieresel und dazu den passenden Erwachsenen. Und dann haben wir da noch einen kleinen Jungtieresel. Der ist eine andere Rasse. Hier haben wir unsere Schafsherde. Die zwei Zwillingslämmer haben keinen Namen. Und hier ist das dritte Lamm. Das hat einen Namen und zwar Lucy. Und ihre Mama heißt Wolle. Hier sind zwei Füchse und ein Wolf und von dem müssen sich die Schafe und Hasen hüten. Hier haben wir den Wolf. Dann haben wir hier einen roten Fuchs. Und der kleine hier ist ein Wüstenfuchs. Hier haben wir die Wassertiere. Hier haben wir zwei kleine Delfine. Die haben so an der Seite Glitzer, die sehen nicht so realistisch aus. Hier haben wir einen Pinguin.
Und hier haben wir noch einen Orca und der ist richtig schwer und groß. Hier haben wir einen Bär und der heißt Bruno. Kommen wir zu den Zebra und Giraffen. Die Giraffe ist unser größtes Schleichtier zu Land. Der Orca vorhin ist zwar größer, aber er ist ein Wassertier. Hier haben wir die zweite Giraffe, die ist auch etwas kleiner. Hier haben wir einen Zebra und das heißt Lilly. Hier haben wir ein kleines Ferkel, das heißt Rosi. Da fällt uns gerade auf, wir müssen noch ein paar Schweine kaufen. Hier haben wir ein kleines Kälbchen Blümchen. Das war's jetzt mit dem Video. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Tier brauchen wir noch unbedingt. Tschüss!